Sprechen können wir nicht. Wir werden wahrscheinlich früher oder später noch Wahrsagen haben. Davon gehe ich fest auf. Gehe ich fest aus. Dass wir noch eine Mission in Richtung. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Wahrsagenunterricht haben. Jetzt zu der Quest, die ich ausgewählt habe, oder gehe ich aus Versehen zum Professor? Ich müsste eigentlich zu der ausgewählten Quest gehen. Aha, der See. Mal kurz die Gegend genießen. Nur ganz kurz. Aha. Revelio. Hui! Oh, nicht schon wieder. Plexia Maul, hat mir der Spaten erlaubt. Heimgesuchte Toiletten. Wenn man es nicht ganz dringend nötig hat, sollte man die spezielle Toilette vermeiden, da sie einer von Peeves liebsten Orten für Streiche sein soll. Aha. Solange ich bei einem Bad pro Woche bleibe, rücke man mir fürs Tauchen in den jungen Toiletten nicht zu Leibe. Bitte, Peeves, ich bin spät dran. Mich aufhalten, das wollte Rancorous Corp. In eine Falle mich locken, in einen gläsernen Sarg. Seine Peeves. Eindämmungszauber, sie versagten jedoch. Zur Vergeltung, die Schule ist mein unter mein Joch. So stand man sie mir zu. Ansehen Peeves. Die Rechte, da ich sonst Unheil mit der Kanone Peeves. Über sie brächte. Von ihr, nicht von ihm, kam diese Zusage. Ein Bad pro Woche, wenn ich mich betrage. Hui, du beträgst dich aber nicht. Einmal kurz auf Toilette gegangen. Dann komm, mach mal den Slivern Platz. Wow. Die Aussicht. Schön, dass du da bist. Lucan ist da drüben. Ruf des Uhrenturms. Kann ich dir helfen? Da ist der Uhrensohn, was? nee, das ist Sebastian nicht der. Meint, ich soll mit dir über einen Club sprechen. Wenn Sebastian für dich bürgt, bin ich schon überzeugt. Ich leite die Duelle für die gekreuzten Uhrensohn, Stäbe. Was? Eine Art Duellierclub. Teilnahme nur auf Einladung. Du musst Sebastian schwer beeindruckt haben. Ein Uhrenturm. Mein Humor ist kaputt. Ich hab wohl ein Händchen fürs Duellieren. Dann bist du hier richtig. Wie läuft das mit den gekreuzten Stäben? Du kommst her, ich weise dich anderen Duellanten zu und wer am Ende noch steht, gewinnt. So können wir ein für alle Mal entscheiden, wer die besten Duellanten der Schule sind. Und um die Sache interessant zu machen, erhält der Gewinner einen Preis. Wie sieht's aus? Was soll's? Duelle sind ein unterhaltsamer Zeitvertreib. Wir werden schon nicht vom, ganz recht. Von der Schule fliegen. Außerdem kannst du bei den gekreuzten Stäben mit einem Partner antreten. Das erste Mal trittst du mit Sebastian an. Das nächste Mal bringst du einen Partner mit oder du machst es allein. Oh. Na, willst du es mal versuchen? Unsere neue Freundin damit macht. Lass mich antreten. Fantastisch. Möge das Feuerwerk beginnen. Na dann. Das wirst du ganz sicher noch bereuen. Runde beginnt. Okay, durchbricht gelbe Schilde mit Kontrollzaubern. Wie dem Levitationszauber Levioso. Zielvisierung Caps Lock erlaubt dir, ihn ohne Ziel zu verfolgen. Nutze die Leertaste rechts und links Maustaste.
Taste, die zwei Tasten, um den Ziel während des Anvisierens zu wechseln. Aha. Kannst bringen, doch! Na komm. Levioso! Kannst du doch besser! Komm, Gringo! Geht da oben? Sieg. Da haben wir es geschafft. Einfach gut gemacht. Gefeuert. Sebastian hatte recht, was dich angeht. Die Konkurrenz ist stark, aber wenn du so weitermachst, bist du noch der nächste gebrauchen. Schulchampion. Klasse, ich bin dabei. So geht. Sehr gut. Es dauert etwas, diese Duelle zu organisieren. Komm später wieder. Dann habe ich vielleicht etwas für dich. Noch einmal Glückwunsch zum ersten Sieg der gekreuzten Stäbe. Gut gekämpft. Aha. Ich hoffe, du kommst wieder. Kampftag abgeschlossen, erste Runde. Ein bisschen Geld. Das können Hogsmeade irgendwann ausgeben. Okay, wir werden früher oder später mal versuchen, Türen aufzubrechen, um in die jetzt verschlossenen Räume reinzukommen. Oh, hier der Innenhof. Einer der Innenhofhöfe. Ja, verzeih mir, Professor Fick, dass ich hier dich erstmal vernachlässige. Auch den Zauberstabgriffe. Die Frage, wo die herkriegen. Ach, hier ein Hut. Dunkler Sonnenhut. Ja, mag keine Hüte. Brief von Professor Weasley. Ah, den haben wir auch geklaut. Ich muss doch Zeit haben, das Gelände zu erkunden. Die Zeit muss sein. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Aha. Was sagen diese Schnellreisepunkte? Wo bin ich überhaupt? Lower Hogsfield. Na, da wollen wir jetzt nicht hin. Ich würde gern hier mal gucken, ob wir irgendwo auf dem Gelände. Hier vielleicht, das scheint ein. Das ist vielleicht dasjenige. Die Wildhüter. Hütze. Dann bescheiden hier vom Gelände runter zu sein. Der ist es nicht Absicht. Wenn ich sicherlich mal ein bisschen außerhalb rumlaufen könnte. Und nicht, dass ich hier jetzt Unterricht verpasse. Sollte man vielleicht doch mal zum Fick hin. Sollte man einen Fick auf Professor Fick geben. Mein Humor ist heute auch scheiße. Und ich sage, ich habe mich verlaufen. Revelio. Card von Aguilshire. Okay. Ich krieg hier langsam ein schlechtes Gewissen.
das wir nicht bei... Dass wir nicht bei ihnen vorbeischauen. Okay, den Ravenclaw-Turm haben wir schon gefunden. Wird es etwa dunkel draußen? Den ganzen Tag da auf den geworfenen Hogwarts umherzulaufen? Das ist ja skandalös. Müssen wir mal Nachtschicht einlegen. Ja, die Hütte werden wir früher oder später auch noch finden. Professor Fink. Professor Fink, als wären meine begrenzten Stunden nicht schon ausreichend belastet, hat das Ministerium mich mit der recht unerfreulichen Aufgabe betraut, die Ankunft eines Neuzugangs in Hogwarts vorzubereiten. In der 5. Klasse. Professor Weasley besteht darauf, dass ein Mentor sinnvoll wäre, um die Neuankömmlinge an das Leben hier zu gewöhnen, bevor das Schuljahr beginnt. Ich habe mich entschieden, diese Aufgabe Ihnen zu übertragen. Bitte melden Sie sich bei Professor Weasley für weitere Details. Professor Phineas Nihilus Black, Schulleiter. Aha. Sorry, I'm late. Erstmal geschlafen. Nächster Morgen. Professor, schön Sie zu sehen. Sie auch. Merlin sei Dank sind Sie unversehrt. Ich habe von dem Angriff gehört. Trolle in Hogsmeade? Sir, die Trolle trugen Rüstungen. Sie glühten dunkel, so wie das Drachenhalsband. Koboldsilber. Renrock hat damit den Drachen kontrolliert. Aber wie? Und warum schickt er Trolle? Sie waren meinetwegen da. Ich habe gehört, wie Renrock mit Victor Rookwood sprach. Renrock war in Hogsmeade? Mit Rookwood? Die Trolle waren Renrocks Ablenkung, damit Rookwood mich holen konnte. Das hätte er geschafft, wenn Serona und die Gäste im Drei-Besen nicht eingegriffen hätten. Das ist nicht gut. Wenn Kobolde und schwarze Magier hinter ihnen her sind, wollen sie, was wir bei Gringotts gefunden haben. Aha. Was genau haben wir da gefunden? Das war mir auch noch nicht ganz klar. Apropos Gewölbe. Denken Sie, Renrock arbeitet mit Kobolden aus Gringotts zusammen? Nein, die Kobolde von Gringotts sind zumeist nicht die freundlichsten Wesen, aber sie sind höchst zuverlässig. Nein, nach der Sache mit dem armen Bankier wage ich zu behaupten, dass die Kobolde bei Gringotts keine Anhänger von Renrock sind. Sie wollen das Medaillon. Professor, Sie sagten, Sie hätten etwas darin entdeckt. Ja, ja. Ich entdeckte eine Inschrift. Als ich sie laut vorlas, erschien diese Karte. Clevere Verzauberung. Es ist zwar eine Karte von Hogwarts, aber ich weiß nicht, wohin sie führt. Sie führt zur Bibliothek. Genauer gesagt in die verbotene Abteilung und etwas weiter. Ich sehe Spuren von Magie auf der Karte. Ich dachte mir schon, dass Sie etwas sehen. Gehen wir? Ich weiß Ihren Enthusiasmus zu schätzen und ich bin ebenfalls gespannt, was wir dort finden. Aber wenn unsere Erfahrung in Gringotts, ganz zu schweigen von Miriams Schicksal, mich etwas gelehrt hat, dann, dass diese ganze Sache höchst gefährlich ist. Ich möchte, dass Sie mit Professor Hackett arbeiten, bevor wir fortfahren. Aber wie gefährlich kann es in einer Bibliothek sein? Wir suchen doch nur ein Buch. Vielleicht geht es wirklich nur um ein Buch, aber wir sollten auf alles gefasst sein. Kommen Sie zu mir, wenn Sie Ihre Verteidigungszauber verbessern haben. Das kann schon. Ich werde Professor Hackett sagen, dass Sie kommen. Geben. Das Geheimniszimmer der Jungs. Melde dich bei Professor Hackett.
Was unterrichtest du hier? Darf man fragen? Werden wir bei Ihnen noch Unterricht haben oder? Okay. Und wer ist er hier? Nichts draußen dran. Dann schauen wir mal, ob wir irgendwelche Quests haben. Für Gagels, Professor Gagels Aufgabe. Geheimnis der verbotenen Abteilung. Okay. Wieder mal auf Abenteuertour? Können wir uns eigentlich auf der Karte Markierung setzen? Dann würde ich ganz gerne mal. Irgendwo müsste doch. Hier ist ein Turm. Das Bootshaus müssen wir uns auch nochmal angucken. Bei den Ländereien. Das wurde bei den in den Trailern angekündigt. Vielleicht finden wir uns irgendwann noch eine Quest hin. Das ist der Ausgang. Hier Quidditch-Feldern. Ich sehe hier auf der Map gerade nichts. Weltkarte. Der verbotene Wald, ja genau, hier, da müsste das doch hier. Nee, das war gut, verbotene Wald, das müsste es. Zogsmeet. Verbotene Wald. Knurfbau. Das ist jetzt nicht wirklich ein Wald. Aber vielleicht tun wir hier nach links abbiegen. Bergbau. Ist hier auf der Karte hier noch nichts markiert? Aber irgendwo hier auf dem Weg. Sammlerhöhle. Eigentlich müsste hier der verbotene Wald sein, was er nicht ist. Wenn er hier ist, dann müsste die Jupiterhütte auch dort irgendwo sein. Machen wir eine Schnellreise und will mich dort mal umgucken. Was haben Sie jetzt vor? Okay, das ist der verbotene Wald. Muss doch eigentlich ganz in der Nähe, bevor man in den verbotenen Wald reingeht. This area has been declared dangerous. Hütte hier irgendwo ist, dann ist die irgendwo außerhalb des verbotenen Walds. Ist die doch im verbotenen Wald? Nee. Wir haben ein Eichhörnchen. Hier packt der Mantel wieder rum. Die sahen auch schon mal besser aus. Hüpfende Pilze. Leviosa.
Revelio. Kann man nichts mitmachen. Stilvolle Mittagsuniform. Okay. Stilvoller als die Uniform, die ich schon anhabe. Mein rotes. Eine gute Klamotte. Ja. Sieht ein bisschen eleganter aus. Bringt sogar mehr Verteidigung als die hier. Und die sieht hübsch aus. Das ist natürlich ein klarer Auftrag. Eine Pflanze entdeckt und hier eine Seite, ach so, den Brief. Hier geht's geradewegs nach Oxmeet. Ich will jetzt auch noch nicht in den verbotenen Wald rein, da bin ich noch ein bisschen zu unerfahren für, da würde ich lieber später mal rein. Aber mich wundert doch. Knuddelwuffs. Ganz ungefährliche Wesen. Wo ist der Knuddelwurf fangen? Knuddelwurf streicheln. Noch nichts über Tierzüchtigung, Züchtigung, ja genau. Was können wir mit denen machen? Wie tun will ich den nicht? Lucy. Wir haben das Kleine genug gequält. Knuddelmuffs in allen Farben. Mit euch können wir nicht reden. Vielleicht gibt es da drüben noch eine. Oh, Katze. Hier ist noch ein Eintrag, eine Seite, Trevino. Hier waren noch die Knuddelmuffs, oder? Wie die hier hießen. Eine Aschwinderin. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die
sammeln will. Das Knubbelmuff mitnehmen. Einfach jetzt einstecken. Kürzende Pflanzen. Tierwesen konnte man noch nicht erkunden. Kristalle sammeln. Okay, hier waren wir schon. Zweifellos schon lange verlassen. Raumhüpfende Giftpilze. Aha. Ich werde mal schnell zurück. Ich bin auf dem Weg irgendwo noch etwas, was auch immer wir finden sollten. Schnell die Biber hier sprinten. Sport für den heutigen Tag getan. Ja, so viel wie wir hier am Hufflepuff-Raum mal zu uns nehmen. Ich würde sagen, dass Irondale seinen Namen nicht gerade verdient. Deine kopflosen Entscheidungen schüchtern hier niemanden ein. Wieder Pirscher. Vor allem nicht die, bei der du tatsächlich fast den Kopf verloren hättest. Ich will keinen angreifen. Oh je. Sollte das nur ein Zettel? Richtig. Spürst du dieses Brennen von Tempo? Ha! Ich kann man Hogwarts wieder mal angreifen. Hast du noch freigeschaltet? Siege schwarze Magie. Also, ich habe bei Crackcroft schon ewig keine lohnenswerte Beute mehr gesehen. Ich wollte mich hier nur mal angucken in den Landschaften. Dann kommen die einfach her. Okay, wir begeben uns hier gerade zum Mondfeldbau hinauf. Ein Jobberknoll. Wir hätten noch keinen Unterricht im Tierwesen. Das sollten wir vielleicht mal machen, bevor wir hier durch Landschaften ziehen und Sachen mal erkunden. Wow! Diese Aussicht einfach. Fantastisch. Hier sollte ich nicht runterhüpfen. Flugstunden werden wir wahrscheinlich auch noch kriegen. So. Dann sage ich mal Zug nach Hogwarts. So ein bisschen was gesehen. Ist richtig, aber bevor ich halt ein bisschen Angst habe, ist zwar Sachen entdecken lieber
die noch über unserem Level sind. Bei den dunklen Magier konnten wir gerade irgendwie besiegen. Und der war jetzt noch nicht so schwer. Okay, ich verlaufe mich hier. Das Professor Fick müssen wir. Wenn mir nur jemand Neues aus meiner misslichen Lage helfen würde. Tja. Du findest ja irgendwie einen neuen, der dir helfen kann. Ach, ich glaube. Sie wollten mir doch einen neuen Zauber beibringen, Professor. Gut, Professor Feig deutete an, dass Sie Ihre Verteidigungsaufgaben mit gewisser Dringlichkeit erledigen müssen. Aus diesem Grund werden Sie Incendio lernen, den Feuerzauber. Praktisch zum Entfachen von Fackeln, Verbrennen von Spinnweben. Und, wenn erforderlich, zur Verteidigung gegen jene, die uns schaden wollen. Klingt vielseitig. Ja, aber bevor wir beginnen, habe ich noch einige Aufgaben für Sie. Einige werden Sie vielleicht überraschen. Die Professoren wissen doch oft mehr, als die Schüler glauben. Wenn Sie fertig sind, suchen Sie mich auf. Dann beginnen wir mit der Incendio-Lektion. Sie wissen, wo Sie mich finden, wenn Sie fertig sind. Mach Auge. Was genau ist jetzt? Zwei Runden kürzte Stäbe bezwingen, eine Runde Training in Zauberkombination mit Lucan Battleby durchführen oder so. Ist jetzt hier der Auftrag? Professor Hickets Aufgabe. Ich habe mit Professor Hickett gesprochen. Sie gab mir eine Liste an Aufgaben. Sobald ich damit fertig bin, wird sie mir einen neuen Zauber beibringen. Incendio. Zwei Runden. Okay. Da müssen wir jetzt nochmal dahin. Ich dachte, das wäre eine illegale Veranstaltung. Jetzt kriegen wir die Aufgabe von meinem Professor dorthin zu gehen. Zum Kombination mit Lücken. Ah ja. Na, wenn das so soll. Gekreuzte Stäbe scheint wohl doch nicht so geheim zu sein. Revelio. Scheint mir so. Und wie vom Hogwarts-Professor. Ob mir eine freundliche Seele hilft? Ach, Krepp hier. Gott, ist das nervig. Wenn jemand mir notwendig mehr helfen könnte. Merkst nicht, dass ich gerade was anderes zu tun habe. Wenn nur jemand hierher kommen würde und mir sprechen würde. Jetzt Peeves rein will ich noch nicht. Jetzt müssen wir, glaube ich, erstmal alle Mora lernen. Einen Feuerzauber brauchen wir dringend. Da können wir dann Sachen hier, mehrere Sachen hier machen. Das war jetzt kein alle Mora-Ding. Was es wohl mit dem Turm da auf sich hat. Mach Rapunzel-Turm dort ab, seit zum Schloss. Reparo. Nee. Das ist ein Portschlüssel. Können wir wohl irgendwie nicht bedienen. Revelio. Aha. Bereit für die nächste Runde? Denke schon. Mal sehen, wer auftaucht. Es gibt hier niemanden, den ich nicht duellieren würde. Ich weiß, Sebastian, ich weiß.
Hallo, Lucan. Nächste Runde. Steht die nächste Runde der gekreuzten Stäbe schon? Aber natürlich! Das wird ein äußerst spannendes Duell. Und? Nächste Runde? Dafür bin ich da. Ich bin bereit. Los geht's. Großartig. Trittst du mit einem Partner an? Ja, Nati. Dann kann's ja losgehen.